wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Mit Rendern, mit Hochladen. Also ganz im Ernst, Leute. Ihr unterschätzt das immer. So. Gut. Oh, ich habe die Cam aus, merke ich gerade. Moin. So. Jetzt packen wir mal den Skill aus. Mal den Aim auspacken. Was? Ja, warte mal. Ich habe mir gerade wieder so einen fetten Knoten in die Hose gemacht. Ich muss natürlich dazu sagen, ich bin einer von den Menschen, wenn ich irgendwas schon mal gemacht habe, dann erinnere ich mich meistens auch daran, wo was ist. Vor allem, wenn ich irgendwas endlos oft gesucht habe. Und so ist es zum Beispiel bei den Crocs auch. Wie lange ich streame, kann ich euch nicht sagen. Das solltet ihr aber eigentlich wissen, Leute. Das ist doch schon immer so gewesen, dass ich nie weiß, wie lange ich streame. Ich streame so lange, wie ich Bock habe. Ich habe Hunger. Dann musst du dir was zu essen machen. Theoretisch gesehen können wir gleich mal eine kleine Pause machen. Dann kannst du dir einen kleinen Happen zu essen holen. Dann würde ich mir auch gleich was zu holen. Ich habe nämlich auch Hunger. Was haltet ihr davon? Machen wir eine kleine Pause? Okay, weil dann kann auch mir jeder Pipi gehen, dann kann mir jeder sich was zu essen holen, wenn er Lust hat. Oder sich neue Chips holen oder irgendwelche anderen Snacks. Dann machen wir jetzt erstmal kurz Pause. Kochen werde ich gar nichts, das würde zu lange dauern. Wenn ich jetzt anfange zu kochen, dann bin ich erst in 2 Stunden fertig. So lange werde ich euch nicht warten lassen. Ich würde sagen, rechnen wir für die Pause mal maximal 10 Minuten ein. 5 bis 10 Minuten, dann kann ich auch mich hier hinsetzen, dann werde ich auch im Stream kurz futtern. Werde mir nur kurz was zu essen holen. Dann kann jeder von euch kurz was zu essen holen gehen, kurz was zu essen machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in 5 bis 10 Minuten wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Bin allerdings auch noch am Essen. Das nennt sich Chibab-Chichi. Das ist Reis mit Gemüse und Fleisch. Gut. Erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend. Ich war mal 10. Ende. Ich weiß, unglaublich, aber wahr, ich war irgendwann mal 10. Also damals die Bravo gelesen? Nee. Aber meine Schwester, Gott, hat die gelesen. Meine Fresse. Das Coole war damals immer, diese ganzen Hip-Hop-Poster und so ein Scheiß, die hab immer ich bekommen, weil sie die nicht mochte. War immer ganz witzig. Da hatte ich immer die ganzen Poster umsonst. Ich glaube, ich habe sogar noch irgendwo ein Poster von Tupac oder so rumliegen. Mal gucken. Leute, würdet ihr mal bitte aufhören, über mich irgendwelchen Blödsinn zu erzählen, von dem ihr keine Ahnung habt? So, dann würde ich sagen, wir Speicherkopfskin mal. So, und dann würde ich mich tatsächlich auch bei euch verabschieden. Weil, ja, es ist schon fast 2 Uhr. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream-Video wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal, euer Drache. Und haut rein. Tschö, tschö. Lieben Hater, jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Wegen Brand und so weiter. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit davonkommt. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Jetzt aber fliegt ihr raus. Das schwöre ich euch. Jetzt erwischen wir euch. Jetzt haben wir, das war's, Alter. Das kann nicht sein. Ey. Ohne Dreck, Alter.